Was wir jetzt vorhaben, wir gehen in der nächsten Stunde, das ist ein ganz kurzer Einstieg von meiner Seite aus. Warum pflegen wir diese ganzen Daten in einem System? Was ist der Sinn dieser ganzen Übung? Ich werde zusammen mit dem Armin Schiesel einmal eine kurze Diskussion anreißen, was wir beide denn so draußen beim Kunden oft als Anforderungen und Requirements eben mitbekommen, wenn wir fragen, wo drückt denn der Schuh? Danach wird uns der Armin Schiesel eine kleine Live-Demo in Planets for Enterprise einmal zeigen, wie wir genau diese Anforderungen eben erschlagen können in so einer Software. Und ganz zum Schluss wären wir eben noch bereit für Sie, um irgendwelche Fragen zu diskutieren oder Ihnen Rede und Antwort zu stehen für irgendwelche Fragen oder Anmerkungen, die Sie eben haben. Was wollen wir denn eigentlich in einem Unternehmen sehen, wenn wir von Projekt- und Portfolio-Management sprechen? Es ist so, dass natürlich jedes Unternehmen individuelle, sehr eigene Berichte irgendwie hat, die in verschiedenen Rollen vom Unternehmen gerne gesehen wollen würden. Das heißt, wir haben Management, PMO, Projektmanager, klassischerweise auch diese Rollen, die wir gerade jetzt eben abgefragt haben. Und jeder möchte natürlich entsprechend irgendwelche Berichte sehen. Jetzt ist natürlich jeder Bericht sehr individuell, einerseits von den Daten her, die er gibt. Es gibt MTAs, Statusberichte, Portfolioberichte, alles Mögliche. Jedoch ist natürlich auch wieder ein und der gleiche Bericht in jedem Unternehmen wieder etwas anders. Ja? Sei es von den Daten her, sei es von dem Layout her. Jeder Bericht ist somit individuell. Aber wo kommen denn diese ganzen Daten her, die wir in diesen Berichten uns anschauen wollen? Und wenn wir jetzt einmal in dieses PPM-System, PPM steht jetzt hier für Projekt- und Portfolio-Management, wenn wir mal von so einem PPM-Paradies ausgehen, wo würden wir denn diese ganzen Daten alle pflegen oder was haben wir denn für Daten? Wir haben klassischerweise entsprechend diese Daten, die wir in diesem Report dann eben entsprechend wieder auswerten wollen und somit geht es los, dass es verschiedene Status von irgendwelchen Programmen, Portfolios, wie auch immer man das Ganze clustert, eben gibt in so einem System und die setzen sich aus einzelnen Projekten klassischerweise zusammen. In dieser Projektliste, in dieser übergreifenden, möchte ich dann genau diesen Status zum Beispiel auch sehen, woraus dieser Status von irgendwelchen Kumulationen wieder sich berechnet. Dieser Projektstatus wiederum wird entweder von dem Projektleiter manuell mitgegeben als Einschätzung oder es kann natürlich sein, dass sich der auch gegebenenfalls errechnet aus irgendwelchen Kennzahlen automatisch. Dieser Status wiederum kann natürlich aus einzelnen Vorgängen und oder Meilensteinen zum Beispiel wiedergegeben werden und wird somit nach oben kumuliert. Oder, wie ich schon bereits gesagt habe, wird manuell vom Projektleiter als eigene Einschätzung mitgegeben. Dieser Status wiederum kann natürlich zum Beispiel in diesem Fall jetzt von irgendwelchen Auslastungen und oder Rückmeldungen der entsprechenden Ressourcen und Teammitgliedern kommen, die man hier wieder sieht. Und das ist dann vielleicht auch schlussendlich genau einer von diesen Datensatz, wenn man jetzt mal hier eine MTA als Beispiel nimmt, dass ich wiederum auf so einem Report entsprechend eben sehen müsste. Das heißt, wir haben genau diese ganze Kette an Daten und an Inhalten, die man irgendwo pflegen muss, damit man hintenrum das Ganze in Reports wieder darstellen kann. Und in so einem Paradies, wenn man mal eine optimale Umgebung nimmt, wie schön wäre es denn dann auch noch, wenn man vielleicht sogar diese Daten noch bisynchronal mit irgendwelchen anderen Systemen, wie zum Beispiel jetzt hier einem ERP-System oder irgendwelchen anderen Systemen austauschen könnte. Ja. Und das führt mich quasi auch direkt zum nächsten Punkt. Armin, du bist ja jetzt auch immer beim Kunden vor Ort und präsentierst und fragst die entsprechenden Anforderungen ab. Was sind denn jetzt so die klassischen Anforderungen, die du meistens beim Kunden zu hören kriegst, wenn du sagst, Leute, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Wie kann man euch helfen? Was bekommst du so mit? Also als erstes mal hallo auch von meiner Seite, Armin Schiesel. Ich arbeite bei Planisware und ich glaube, zentral ist immer die Herausforderung, dass die Informationen zu Projekten dezentral irgendwo liegen. Dabei handelt es sich um Termine, Kosten, Budgets und Ressourcen. Also es gibt oft wenig Übersicht über alle Projekte und die Statusinformationen zu den Projekten. Was ich auch, ich zum Beispiel jetzt persönlich häufig höre, ist, dass die Leute einfach nicht wissen, wie ist denn der Fortschritt überhaupt in meinen Projekten? Das ist einfach nicht transparent, dass sie nicht wissen, wo genau stehen wir denn in diesen Projekten jetzt? Wie viel Fertigstellungsgrad haben wir schon oder wie viel Abarbeitungsgrad? Wo sind wir denn gerade? Ja.
Und neben der Transparenz vom Fortschritt sind natürlich auch die Projekte, dass die Dokumente zu den Projekten irgendwo verstreut ablegen. Außerdem ist es relativ häufig so, dass die Kommunikation im Projektteam relativ schwierig ist. Dadurch, dass die Informationen irgendwo abliegen, unterhält man sich auch über diverse Wege miteinander. Ja, genau, das stimmt. Und was ich zum Beispiel auch häufig höre, das ist dann klassischerweise auch die Rolle des Projektmanagers oder sowas, dass sie sagen, wir haben regelmäßig, müssen wir entsprechende Berichte erstellen, wir haben alle 2 Wochen irgendwie einen Jourfix oder ein Projektstatus-Meeting und jedes Mal muss ich immer wieder diese Berichte erstellen. Das ist einfach sehr, sehr aufwendig. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja? Wie schön wäre es denn, wenn man das per Knopfdruck einfach irgendwie aus dem System rausbekommt? Oder ein anderer Punkt, den ich auch häufig höre, ist zum Beispiel die Auslastung von diesen Ressourcen. Ja, ist einfach nicht bekannt. Wir wissen zwar, dass bestimmte Rollen oder Skills oder irgendwelche Mitarbeiter im Projekt arbeiten, aber wir wissen eigentlich nicht genau, was machen die denn so? Wie sind die ausgelastet? Haben die noch Luft nach oben oder sind die schon maßlos überlastet? Also diese Transparenz fehlt irgendwie häufig. Einmal innerhalb vom Tool und dann aber auch die Verbindung zu anderen Systemen. Aber das hast du, Armin, vorher schon in der Einleitung schon gesagt. Also es ist essentiell, dass man das PPM-Tool mit anderen Drittsystemen koppelt. Genau. Und zu diesen Punkten viele, viele mehr, die man natürlich entsprechend hört. Aber das sind so die Klassiker, die wir beide eben meistens beim Kunden so grob zusammengefasst immer mitbekommen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an. Armin, zeig uns doch einfach mal, wie man solche Punkte jetzt eben in Planisware Enterprise abfrühstücken kann, wie man das entsprechend realisieren kann in der Software. Dazu gebe ich jetzt einfach mal rüber zu dir. Okay, danke. Dann teile ich jetzt meinen Bildschirm und Sie müssten hier die Oberfläche von Planisware sehen. Wunderbar. Ich gehe kurz mal auf Vollbild, damit Sie das Ganze auch hier im Vollbildmodus haben. Also das ist die Oberfläche von Planisware, es ist eine Weblösung. Ich habe mich jetzt eingeloggt mit einer Rolle. Ich bin momentan in einer PMO-Rolle unterwegs. Das heißt, ich habe relativ viele Funktionalitäten. Ich habe eigentlich fast alle Funktionalitäten, was Planisware bietet, mit Ausnahme der Konfigurations- und Administrationsmöglichkeiten. Und wenn wir uns jetzt die Oberfläche mal anschauen, ich habe mich eben eingeloggt, ich bin auf der Startseite. Ich habe hier noch ein paar Module nebendran. Wenn ich auf das Plus hier klicke, dann sehe ich alles, worauf ich jetzt momentan Zugriff habe. Ich kann später auch mal noch kurz auf ein Projektmitglied wechseln, also auf eine andere Berechtigungsstufe, wo ich dann weit weniger sehe. Aber hier sehe ich einige Module, die so im ja, Projekt- und Portfolio-Management-Zusammenhang gern zu sehen sind. Innerhalb von dieser Startseite habe ich mehrere Funktionalitäten. Das ist hier jetzt einmal habe ich mein Profil und dann nebendran habe ich meine Workbox. Die Workbox ist in Planisware die, ich sag mal, zentrale Kommunikationsseite, wo ich zum einen Beiträge sehe, die ich veröffentlicht habe oder die andere Personen mir veröffentlicht haben oder irgendwelche Benachrichtigungen. Ich sehe auch hier in meiner Rolle als PMO, sehe ich, dass bestimmte Gates von 2 Projekten zur Genehmigung anstehen, wo meine Validierung erforderlich ist. Ich sehe diverse Ressourcenanfragen von 2 Projekten, wo ich ein Angebot an Mitarbeitern geben muss und ich sehe hier unten noch Änderungsmeldungen. Und Sinn hinter dieser Workbox ist, dass ich alles sofort angezeigt bekomme und von hier mich eigentlich durchs Tool navigiere. Denn auch wenn es insgesamt natürlich ein recht komplexes, es gibt relativ komplexe Zusammenhänge, habe ich hier zentral und kann mich hier relativ leicht durchnavigieren. Also beispielsweise, wenn ich ein Gate genehmigen muss, dann gehe ich hier drauf. Wenn ich sehen möchte, was hier veröffentlicht wurde, dann kann ich hier einen Drilldown machen und wir sehen dann sofort, wir sind jetzt von der Startseite hier rüber in das Portfolio-Modul gewechselt. Und wir sehen in dieser Ansicht eben eine
Roadmap oder eine Darstellung, wo ich mehrere Projekte nebeneinander habe und eben hier die zeitliche Einordnung habe. Wann bin ich in der Entwicklungsphase? Wann habe ich das Gate 5? Jetzt sehe ich ja in dieser Roadmap die einzelnen Projekte. Ist das denn tatsächlich verknüpft mit den richtigen Projekten, die es auf dem Server gibt? Korrekt, das ist natürlich verknüpft. Also wir stellen hier nur die aggregierten Daten zusammen. Das sind die tatsächlichen Projekte. Und wenn wir uns beispielsweise wundern, wieso hier in diesem Projekt MS-003 diese Phase hier so lang dauert, dann könnte ich, in dem Fall ist jetzt ein Drilldown hinterlegt, dann kann ich hier drauf springen und sehe beispielsweise hier in so einer kleinen Zusammenfassung, was es mit dem Projekt auf sich hat. Und hier würde ich sehen, okay, hier wurde das Produkt vermutlich an den Markt gebracht, dann gab es irgendwie eine Rückholaktion oder man musste nacharbeiten und dann erzielt es wieder Erlöse. Also hier ist so eine Drilldown-Funktionalität hinterlegt. Aber starten wir jetzt mal nicht im Projekt, sondern gehen wir zurück auf die Projektliste. Also ich bin mittlerweile hier im Projektmodul und sehe hier eine Liste von meinen derzeit laufenden Projekten. Als Rolle, als PMO-Rolle sehe ich natürlich hier einige Projekte. Ich sehe hier ein ganzes Portfolio, aber abhängig davon, zu welchem Portfolio ich Berechtigungen habe, sehe ich eventuell nur auch einen kleinen Teilbereich von diesem Gesamtportfolio. Beispielsweise, wenn ich in der Business Unit 2 arbeiten würde, dann hätte ich nur die Übersicht über diese Projekte. Und auf die Projekte natürlich wieder abhängig von den jeweiligen Berechtigungen, ob ich hier schreibe, lesend oder überhaupt keinen Zugriff habe. Aber man kann hier mit einem Portfolio relativ schön einstellen, was man sehen möchte. Und momentan ist diese Liste hier gruppiert nach einer Produktstruktur. Also auf der obersten Ebene hätte ich alle Produkte, dann habe ich vielleicht meine Produktgruppen und ich habe hier einzelne Produkte. Und irgendwann sehe ich mein Projekt zu diesem Produkt. Ich mache jetzt wieder alles auf und wenn wir hier mal kurz durchgehen, also ich habe natürlich einen Namen, eine Beschreibung, vielleicht eine Projektpriorität. Ich würde hier sehen, wenn man Projekte nach einem Stage-Gate-Modell steuert, sehe ich hier sofort, in welcher Phase ich mich momentan befinde oder wo ein Gate zur Freigabe ansteht, wie in diesem Fall. Nebendran sehe ich noch weitere Indikatoren zu, wie sieht meine Ressourcenauslastung aus von diesem Projekt? Bin ich hier schon über Plan? Liege ich noch innerhalb von meinem ursprünglichen Budget, was mir zur Verfügung gestellt werden? Oder sind meine Kosten schon drüber? Wie sieht das mit dem Terminplan aus? Wie sehen andere Finanzkennzahlen aus? In welchem Verantwortungsbereich ist dieses Projekt? Um welches Produkt handelt es sich? Und so weiter und so fort. Hier auch wann das Projekt angefangen hat. Also ich habe hier verschiedene Informationen und kann die Dinge auch ändern, indem ich beispielsweise sage, ich möchte das jetzt nicht nach dieser Produktstruktur haben, sondern ich möchte das Ganze nach dem Status gruppiert haben und dann würde ich eben hier meine aktiven Projekte sehen, hier meine freigegebenen und hier vielleicht die Projekte, die momentan entweder in Planung sind oder auf on hold stehen. Also das sind alles laufende Projekte und wenn wir jetzt mal anfangen, ein neues Projekt anzulegen, dann machen wir das so, indem ich hier oben eben einen Projektnamen definiere, eine Beschreibung und ich sage jetzt einfach mal ziemlich simpel, das ist das Webinar-Projekt. Als Name. Momentan ist das das einzige Pflichtfeld, aber das ist typischerweise, was wir anpassen, sodass man mehrere Pflichtfelder hat. Momentan ist das das einzige. Über diesen Namen wird auch oft identifiziert, wenn wir mit Schnittstellen, mit einem SAP-Tool beispielsweise kommunizieren, nimmt man diese ID von diesem Namen.
Ich habe hier noch eine Beschreibung, die kann bei weitem ausführlicher sein. Und wir fangen jetzt mal an, ein Projekt anzulegen, entweder von null auf oder ich sage, wir beziehen uns hier schon auf eine bestimmte Vorlage. Also eine Vorlage ist im Grunde so eine Projektgenerik. Hier kann schon mal das Phasenmodell definiert sein, wie wir typischerweise unsere Kundenentwicklungen machen. Oder wie wir jetzt im Beispiel, wenn wir ein Hersteller von irgendwelchen Bildschirmen sind, wie die Produktentwicklung von Bildschirmen ablaufen soll. Ich nehme jetzt hier die Kundenentwicklung als Vorlage. Wir sehen dann später, was dabei rauskommt. Ich kann hier außerdem mein Startdatum definieren. Ich sage jetzt einfach mal, wir starten hier nächsten Montag damit und habe hier noch ein paar Zusatzfelder. Also ich klassifiziere, dass dieses Projekt zur Business Unit 2 gehört. Der Projektkalender wurde automatisch übernommen. Man hätte hier auch noch die Möglichkeit, andere Projektkalender zu wählen. Ich habe hier eine Produktstruktur, die wir vorhin schon kurz gesehen haben. Es gibt hier bestimmte Projekttypen. Wir sagen, das ist eine Produktentwicklung für die vielleicht neu für unsere Firma ist. Ich kann das dann noch einem bestimmten Programm zuordnen, einem bestimmten Marktsegment, aber das ist immer kundenspezifisch anpassbar. Und ich sage vielleicht noch, das hier wird jetzt in Deutschland gemacht und zwar am Standort in München. Also wir erstellen im Grunde unser Projekt und wenn wir jetzt genauer darauf eingehen, dann sind wir in das Projekt eingestiegen. Ich wechsle hier mal rüber zum Balkendiagramm und wir sehen hier eigentlich sofort, was sich durch diese Vorlage ergeben hat. Also wir sind hier in einem typischen Wasserfallprojekt unterwegs. Dieses Projekt hat insgesamt sechs Phasen, dazwischen ein Hauptmeilenstein und jetzt kann man das Projekt natürlich beliebig ausdetaillieren. Ich kann die Dauern anpassen, indem ich das hier verschiebe oder ich kann das hier direkt anpassen, indem ich sage, das dauert hier 20 Tage. Ich kann hier unten neue Vorgänge hinzufügen und sagen, okay, das ist der dauert hier 10 Tage, ich dupliziere das vielleicht und sage, das ist ein Meilenstein, der hat natürlich eine Dauer von 0 Tage und kann die Dinge dann miteinander verknüpfen hier und kann das natürlich auch irgendwo unterordnen. Wenn ich jetzt sage, okay, das gehört zu dieser Phase hier, dann schiebe ich das hier einfach hoch. Jetzt liegt es hier und ich würde das dann hier noch eingruppieren, sodass diese Discovery-Phase in dem Fall zum Sammelbalken wird und hier darunter haben wir einen bestimmten Vorgang, den Vorgang, den wir gerade eingefügt haben und eben diesen Meilenstein. Jetzt sehen wir ja verschiedene Phasen jetzt hier, die aus dem Template rausgekommen sind. Die haben jetzt alle unterschiedliche Farben. Woran liegt denn das, dass die verschiedene Farben haben? Das liegt daran, dass diese Hauptphasen, die aus dem Template mitkamen, die wurden bestimmt klassifiziert. In dem Fall sind es eben die Hauptphasen und an dieser Klassifizierung ist in der Administration hinterlegt, dass man hier eben verschiedene Farben hat. Wir kommen aber später nochmal, wenn wir uns im Stage-Gate-Modell bewegen, sehen wir diese Phasen dann auch nochmal. Gut, also man kann hier den Projektplan ausdetaillieren. Wir könnten hier noch weitere Vorgänge hinzufügen, noch weitere Sammelvorgänge und so weiter und so fort. Man kann Aktivitätsbibliotheken einfügen. Das sind so kleinere Vorlagen innerhalb vom Projekt. Beispielsweise, wenn wir hier diese Development-Phase nehmen und hier eine Aktivitätsbibliothek aussuchen, dann habe ich hier auch verschiedene zur Verfügung. Also machen wir hier eine Hardwareentwicklung, machen wir eine Softwareentwicklung, oder arbeiten wir hier mit Sprints in dieser Phase? Ich kann einfach mal das hier machen. Wir sehen dann schon, okay, diese Vorlage hat in dem Fall drei Sprints und wir fügen das einfach mal ein. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen,
wollte ich noch was zum Ressourcenmanagement sagen. Bis jetzt haben wir ja nur die Termine gesehen. Wenn wir jetzt unsere Aufwände planen wollen, also welche Mitarbeiter, welche Teams arbeiten wann in diesem Projekt, dann habe ich die Möglichkeit, mir hier auf der rechten Seite die Ressourcenstruktur anzuzeigen. Auch das wieder, das sind mehrere Ebenen. Ich habe hier die komplette Firma, dann habe ich verschiedene Bereiche. In den Bereichen habe ich Abteilungen und dann kommen in diesem Beispiel die Individualressourcen oder die einzelnen Mitarbeiter. Und wenn wir jetzt sowas einplanen wollen, dann kann ich entweder sagen, okay, von dieser Abteilung Customer Relationship Management plane ich zwei Leute ein und ich kann das tun, indem ich das per Drag and Drop hier auf den Vorgang schiebe und wir können das dann hier einplanen. In dem Fall kommt ein Pop-up und ich werde noch gefragt, planen wir mit einem Arbeitsfaktor, also in dem Fall eine 100% Ressource, oder planen wir direkt mit einem Gesamtaufwand von so und so viel Tagen, weil wir genau wissen, wie lange das dauert. In dem Fall könnten wir sagen, wir planen einfach mal zwei Leute von dieser Abteilung ein. Was hier noch Ergänzungsmöglichkeiten wären, dass ich sage, okay, ich brauche die und die Qualifikation hierfür. Dann kann ich auch noch darüber hinaus eben sagen, okay, wir brauchen hier von der Qualifikation her einen Produktdesigner aus dieser Abteilung. Oder in dem Fall zwei. Und ich plane die Ressource hier ein, die generische Ressource. Wir sehen auch gleich Dauer von 20 Tagen. Wir haben mit 200 oder mit zwei Leuten geplant. Das heißt, wir haben einen Aufwand von 40 Tagen für diese Dauer von 20 Tagen. Oder wir nehmen eine Individualressource und planen beispielsweise die Erin für den Sprint 1 hier ein. Die arbeitet vielleicht 100% dran und wir nehmen noch eine zweite Ressource hinzu, den Nathan zu Sprint 1 und der arbeitet vielleicht nur 80% dran. Wenn ich jetzt solche generischen Ressourcen beplane bei der Anlage von so einem Projekt, dann mache ich das ja, weil ich noch nicht genau weiß, wer das denn überhaupt macht mit diesem Skill oder aus dieser Abteilung. Wie ist es denn, wenn das Projekt jetzt dann läuft? Kann ich dann zu jeder Zeit irgendwie auch später entscheiden, welcher von den Mitarbeitern jetzt genau diese Arbeit machen soll? Also sprich die generische Ressource ersetzen mit in dem Fall ein oder zwei Leuten? Ja, kann man. Das wäre dann ein bisschen anderes Vorgehen. Also momentan habe ich eine wilde Mischung gemacht. Ich plane generisch und ich plane individuell. Man hätte aber auch sagen können, wir fangen hier jetzt am Anfang, zu einer frühen Phase von diesem Projekt, fange ich erstmal mit einer generischen Planung an. Also ich plane hier nur Abteilungen. Also wir haben jetzt hier diese eine Abteilung geplant und wir könnten hier noch eine andere Abteilung, die IT-Abteilung, die planen wir auch auf diese Business Case Phase mit einer Person in dem Fall und machen das dann so. Und dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt, das ist aber dann, findet man hier bei Einsatzplanung, da habe ich nochmal eine bisschen detailliertere Sicht auf meinen Terminplan und insbesondere auf die Ressourcen. Also hier habe ich die einzelnen, ich habe hier im Hintergrund nach wie vor meinen Terminplan, habe hier in Monate, wo ich welche Ressourcen eingeplant habe. Und sehe hier eben die verschiedenen Aufwände. Und das ist jetzt meine Sicht als Projektleiter. Aber wenn das Projekt freigegeben wird, dann schicke ich genau diese Dinge, schicke ich zum Abteilungsleiter und dann bekomme ich für diesen Bedarf auch ein konkretes Angebot. In der Regel macht man das, wenn das Projekt in irgendeinem Freigabestatus schon hat, sonst würde der Abteilungsleiter viel früher diese ganzen Anfragen bekommen, obwohl das Projekt vielleicht noch nicht genehmigt ist.
Also irgendeinen Freigabeprozess muss das haben, und dann schickt man das hier los. Also so einen Detail-Workflow gibt es. Ich wollte heute eigentlich nur eine Überblicksdemo geben. Wir können uns dann sicher ein anderes Mal über so einen detaillierten Workflow, wir nennen das Anfrage-Angebots-Workflow, können wir uns gerne mal in einer anderen Session anschauen. Eine Sache, wo ich noch hinaus wollte, weil wir haben jetzt Ressourcen geplant, aber wir haben jetzt noch keine Kosten geplant. Wir haben indirekt schon auch Kosten geplant, weil hier hinter den Mitarbeitern stehen natürlich auch bestimmte Kostensätze, und das wird hier schon einkalkuliert. Also wenn ich mir hier von diesem Projekt die erwarteten Gesamtkosten anschauen würde, dann würde hier was dargestellt werden. Aber wir haben vielleicht auch tatsächliche Ausgaben. Und wenn wir solche Ausgaben haben, beispielsweise für diese Entwicklungsphase, dann können wir auch einfach Ausgaben einplanen und sagen, okay, wir planen in Euro, in dem Fall planen wir mit 5.700 Euro für Material, und die Kostenart, also hier habe ich meine ganzen Kostenarten auch wieder hierarchisch sortiert, Kapitalkosten, operative Kosten, und ich sage jetzt, das gehört zur Kostenart Other Expenses. Und ich plane das hier genauso, wie wir die Ressourcen geplant haben, planen wir hier Kosten ein. Sie sehen es dann hier mit diesem Dollar-Symbol, und momentan sind diese Kosten linear über diese Dauer verteilt. Natürlich könnte man auch ein genaues Datum mitgeben, wenn man dieses genaue Datum hier auch kennt. Genau, also das ist im Grunde die Kostenplanung. Vielleicht zur Ergänzung könnte ich mir hier jetzt an dieser Stelle noch die erwarteten Gesamtkosten mit einblenden. Gesamtkosten, hier haben wir es. Und hier würden wir dann für dieses Projekt sehen, dass hier eben Kosten geplant sind. Also das wird jetzt hier gerundet. Also das wird in 1.000 Euro hier angezeigt. Hier hatten wir 5.700 geplant. Folglich 6.000 hier. Hier hatten wir Aufwand geplant, also 10 Tage von dieser Erin, was umgerechnet wird über einen bestimmten Tagessatz, jetzt in dem Fall auf 6.000. Es sieht so aus, als hätte die Ressourcen einen höheren Tagessatz, deshalb haben wir hier auch 6.000. Und so wird das einfach nach oben aggregiert, und wir sehen hier gesamthaft für dieses Projekt, was wir gemacht haben, sehen wir hier, dass das eben 50.000 kostet. Und wir sehen die Kosten für jede einzelne Phase hier. Also sowohl für die klassischen Dinge als auch die agilen Sprints. Vielleicht schauen wir uns das nochmal genauer an. Aber hier vielleicht eine kurze Umfrage. Wer von Ihnen oder wie planen Sie denn Ihre Projekte? Ist das eher ein rein klassischer Ablauf oder nach Wasserfallmethodik, oder ist das agil, oder ist es mehr eine Mischung? Vielleicht können wir hier kurz die Umfrage einblenden. In dieser Frage geht es darum, auf welche Weise managen Sie Ihre Projekte? Ausschließlich klassisch, also nach der Wasserfallmethode, ausschließlich agil, oder sind Sie hybrid unterwegs mit einer Mischung aus beiden? Vom Auditorium sind knapp 40%, die ausschließlich mit Wasserfallmethode arbeiten, 8% ausschließlich agil und 64% haben eine Mischung im Einsatz. Vielen Dank. Okay, ich glaube, das spiegelt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es den Markt widerspiegelt, aber es zeigt zumindest, dass die reine agile Planung weniger vertreten ist. Die rein klassische Planung ist vertreten, aber es ist zum größten Teil ein,
ja, hybrides Modell, wie man hier vorgeht. Wir versuchen das natürlich im Tool auch genauso abzubilden. Vielleicht, weil ein paar mehr Leute nach Wasserfallmethodik angeklickt haben, also rein Wasserfall, noch springe ich erst auf dieses Thema, nämlich auf das Thema Stage Gate. Also wir sehen hier unser Wasserfallmodell und ich kann hier auch das Projekt eben anders anzeigen oder die Phasen anders anzeigen. Und jetzt sehen wir hier unter Stage Gate eben nur die Hauptphasen. Und in dem Fall ist das eben die Proposal-Phase, Discovery, Business Case und so weiter und so fort. Zu jeder Phase gibt es bestimmte Liefergegenstände. Und die Liefergegenstände sehen wir hier unten. Also in jeder Phase, hier habe ich beispielsweise drei Liefergegenstände. In der nächsten Phase habe ich ein bisschen mehr Liefergegenstände. Und diese Liefergegenstände müssen durch einen Workflow, müssen durch verschiedene Rollen gehen. Und wenn diese dann irgendwann validiert sind, dann sind wir bereit hier für das nächste Gate. Und diese Liefergegenstände, die können in Planisware eben entweder verknüpfte Seiten sein, wie beispielsweise hier müssen wir eine Risikoplanung machen. Ich gehe hier, um Ihnen das mal zu zeigen, ich gehe hier mal kurz drauf und wir sehen hier, wir sind jetzt ein Risiko, besteht bereits. Das kam über das Template schon mit. Wir haben ein Kundenentwicklungsprojekt angelegt und wir könnten hier sagen, ein Risiko ist hier so ein Standardrisiko. Wenn wir ein neues Risiko anlegen wollen, dann würde ich hier auf Neu klicken und eben ein neues Risiko definieren. Aber das könnte ein bestimmter Liefergegenstand an der Stelle sein. Weiterer Liefergegenstand ist, dass hier hätten wir ein Word, dass ich hier vielleicht ein Technical Assessment machen muss. Ich kann hier auch draufklicken. Also ich bin jetzt Projektmanager, deshalb kann ich hier momentan einfach überall draufgehen. Aber das ist ein Word-Dokument, was hier in der Vorabansicht angezeigt wird. Das kann auch durch den Workflow laufen, eben durch verschiedene Rollen. Das wird dann delegiert. Die Leute, die das hier befüllen müssen, müssen das ausfüllen. Können sagen, okay, abgearbeitet und dann würde das hier wieder beim Projektmanager landen und wir würden im Endeffekt dann hier auch ein Ist-Datum bekommen und es würde angezeigt sein, dass das validiert ist. Also das wird bei uns mit so einem Stage-Gate-Modell verfolgt, sodass man eben zur jeweiligen Phase immer sehen kann, was war hier zu tun. Hier in dieser ersten Phase braucht man natürlich als Ergebnis einen Projektantrag oder einen Projektauftrag. Der könnte beispielsweise so aussehen. Hier habe ich wieder meine Stammdaten von diesem Projekt, die wir am Anfang angelegt haben. Ich habe hier eine Zusammenfassung von den Kosten, von den Aufwänden für die einzelnen Jahre. Ich sehe das Stage-Gate-Modell nochmal. Status haben wir jetzt noch überhaupt nicht gepflegt, aber könnte ich hier machen und könnte hier noch einen Freitext hinzufügen. Wir haben Übersicht über Risiken, offene Punkte und dann kann ich auch hier eine Zusammenfassung mitgeben nach dem Motto, dieses Projekt dient dazu und so weiter. Oder Ziele definieren, die Vorteile definieren und solche Themen. Also das wäre hier in dem Projekt Auftrag mit drinnen, als Teil von diesem Stage-Gate-Modell. Und je nachdem, wie viele Vorlagen man insgesamt definiert, desto unterschiedlich kann eben so ein Modell hier aussehen. Und also das jetzt eher rein nach Wasserfallmethodik. Wenn wir jetzt ein agiles Projekt haben oder ein hybrides Projekt, dann könnten wir sagen, okay, diese Phasen, die wir vorher schon mal eingefügt haben, diese Sprints, die möchte ich jetzt tatsächlich als Board abwickeln und ich wandle diese Aktivitäten in ein Board um. Und wenn ich hier dann Drilldown mache auf diesem Sprint, dann sehe ich erstmal, okay, wir sind jetzt auf einer neuen Seite. Ich mache das mal kleiner. Dann sehen wir sind hier bei den Boards und wir können hier jetzt bestimmte Stories oder Requirements definieren. Also ich könnte hier einfach sagen, das ist meine Story A mit vom Typ Story in dem Fall, Punkt Kapazitätspunkte 3. Ich lege das Ding an und sehe dann alles hier, die verschiedenen Anforderungen, das ist
hier noch eine zweite. Das ist vielleicht eine technische Anforderung, die ist vielleicht ein bisschen schwieriger. 5, ich kann hier noch weitere hinzufügen vom Typ Business Requirement, ein Punkt, das passt soweit. Und ich sehe auch hier schon mein Team als Swimlanes dargestellt. Und ich kann jetzt einfach diese Dinge, diese Stories hier im Team besprechen und eben sagen, wer was macht. Also wir haben hier zwei Personen, das waren die Personen, die wir vorhin schon eben angelegt haben. Das ist ein schöner Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Nathan oder der Aaron bin, in dem Projektteam von diesem Projekt, wie würde ich denn jetzt das sehen als Mitarbeiter, dass ich jetzt entsprechend ein To-Do hier habe, was ich abarbeiten muss? Ja, stimmt natürlich. Also hier diese Ansicht ist jetzt nur für den Projektmanager, aber die Leute arbeiten ja mit. Ich würde an der Stelle dann kurz auf, also hier habe ich keinen Zugriff von dem, aber ich würde mit diesem Nathan kurz mal reinschauen, wie das aussieht. Ich wechsle kurz meinen Browser und wir spielen hier den Nathan. Ich mache hier wieder Vollbild, also wir sind jetzt mit einer anderen Rolle unterwegs. Ich habe auch eine Startseite, sehe hier ein paar Daten und habe hier auch eine eigene Workbox und sehe hier gleich ein paar Anforderungen, die ich habe. Ich habe aber auch eine eigene Ansicht, wo ich all meine Anforderungen hier sehe. Also das hier sind die beiden, die wir gerade zusammen angelegt haben als Projektmanager. Wir sehen hier vielleicht noch in einem anderen Projekt, arbeite ich auch noch mit. Und wenn wir können die Dinge hier dann natürlich verschieben und sagen, okay, hier sind wir schon fertig und hier sind wir gerade in Arbeit. Und das wäre die Sichtweise von einem Projektmitglied. Und vielleicht zu Beginn hatten wir gesagt, es liegt an den Berechtigungen, was ich sehe. Als Teammember oder als Projektmitarbeiter habe ich natürlich lang nicht so viele Module zur Verfügung wie am Anfang, wie wir am Anfang gesehen haben. Ich hätte vielleicht noch meine Zeiterfassung, dass ich hier sagen kann, okay, so und so viele Stunden auf die und die Projekte gebucht, aber mehr habe ich an der Stelle nicht. Und wenn wir jetzt wieder zurückwechseln auf unseren Projektmanager, dann bekomme ich hier die Änderungen natürlich sofort mit. Also ich habe hier einen bestimmten Abarbeitungsgrad. Ich sehe, wie das Team hier arbeitet. Sehe, dass eine Story bereits auf Done liegt. Eine Story, die mit 3 Kapazitätspunkten versehen war. Ich könnte mir jetzt auch sogar den Fortschritt anzeigen hier, dass wir bei 33% Fertigstellungsgrad von diesem Sprint 1 sind. Und wichtig ist hier, also das ist jetzt eh schon die hybride Planung, weil wir hier sehen, wenn wir ins Balkendiagramm zurückkommen, dass wir eben insgesamt im Wasserfallmodell arbeiten, aber für einen bestimmten Teilbereich habe ich hier meine Boards zur Verfügung und Mitarbeiter, die ich vorher nach Wasserfallmodell geplant habe, sehe ich auch sofort, wenn ich mir dieses Board anschaue. Ich könnte auch, wenn ich jetzt ein rein agiles Projekt habe, dann würde ich komplett hier starten und eben sagen, okay, ich lege mir meine Boards an oder ich füge mir meine Projektmitarbeiter hier dazu. Wenn wir jetzt noch eine dritte Person mit reinnehmen, dann würde das eben genauso aussehen. Aber ich hätte das eben auch im Balkendiagramm und würde hier sehen, dass ich 3 Personen hier geplant habe. In dem Fall wurde einfach 100% angenommen. Genau, das ist im Grunde die Sicht auf das Projekt an sich. Im Laufe des Projekts, jetzt haben wir schon ein bisschen fortgeschrieben, aber wenn wir mal noch eine Referenz ziehen wollen, einen bestimmten Status einfrieren, dann kann man das natürlich auch tun, indem ich hier unter Verfolgen und eine Referenz erstelle, kann ich eben sagen, okay, das war meine Referenz zum Zeitpunkt der Budgetierung, also erste Budgetierung. Und das war meine Budgetreferenz und auf die kann ich mich dann vergleichen. Ich möchte es für das gesamte Projekt ziehen, das ist in Ordnung. Und dann kann ich mir solche Dinge auch jederzeit einblenden lassen im
im Balkendiagramm und ich sehe das dann auch. Und wenn wir jetzt im Fortschritt drin sind, dann kann ich hier auch eine andere Ansicht aufmachen, die nennt sich an der Stelle Fortschritt. Und ich habe hier nochmal ein paar Dinge mehr. Also ich habe hier einen Ist-Start, ich kann hier meinen Fortschritt auch manuell eingeben. Also wenn wir hier, sagen wir, zu 100% fertig wären, mit dieser Phase hier auch zu 100% und bei diesem Vorgang vielleicht zu 30%, dann kann ich das hier eben auch so tun. Diese Felder wurden jetzt in dem Fall automatisch gesetzt, weil ich hier einfach diese Werte eingetragen habe. In dem Fall 30% bedeutet, ich habe noch kein Ist-Ende, aber das hier wurde schon mal gesetzt und wir könnten hier natürlich auch jederzeit die Dinge verschieben und so, so lebt eben das Projekt. Also das auf dieser Ebene, wenn wir jetzt eher in Richtung Reporting schauen, dann habe ich auf dem Dashboard-Reiter noch ein paar mehr Reports, sodass wir sagen könnten, okay, wie sieht denn beispielsweise ein Statusbericht zu diesem Projekt aus? Klar, wir haben jetzt noch nicht super viele Daten, aber das ist nur ein Beispiel für einen Statusbericht, wo wir sehen, okay, was für Kosten war budgetiert, was ist erwartet. Hier sehen wir, wie viele Liefergegenstände dieses Projekt hat. Es ist jetzt noch kein Liefergegenstand validiert an der Stelle. Wir haben ein Risiko, das wurde aber noch nicht geschlossen und wir sehen hier vielleicht den zeitlichen Ablauf von diesem Projekt. Und genauso wie diesen Report hier gibt es noch eine Menge an anderen Reports, wobei diese immer sehr kundenspezifisch gebaut werden. Also das ist an der Stelle nur ein Beispiel für einen Projektreport. Wenn wir jetzt schon beim Thema Auswertung sind, wir haben ja bis jetzt immer aus der Projektbrille drauf gesehen, also sprich als Projektleiter oder als Projektmanager. Wenn ich aber jetzt eben schön diese ganzen Informationen entsprechend da pflege in so einem System und ich bin zum Beispiel Portfolio-Manager oder sagen wir mal Linienvorgesetzter, Abteilungsleiter, wie wird denn das da gezeigt, wie das Projekt aussieht? Also wie sind denn die Ansichten für andere Rollen wie Abteilungsleiter und Portfolio-Manager, zum Beispiel für die Auslastung der Ressourcen oder sowas in der Art? Okay, du hast jetzt zwei Dinge angesprochen, also Ressourcenmanager und Portfolio-Manager. Also das hängt immer an den Berechtigungen und momentan waren wir fast nur in der Projektleiterrolle unterwegs, das ist richtig. Als Abteilungsleiter hätte ich ein anderes Modul, das ist eben das Ressourcenmodul, das ist hier zu finden. Ich bin jetzt mit der PMO-Rolle unterwegs, deshalb sehe ich das auch hier. Wir können hier mal reinschauen und ich habe hier jetzt in dem Fall für einen bestimmten Zeitraum, ich kann hier mal nur 2020 aufmachen, sehe ich hier, wie mein Team, also ich bin jetzt momentan Abteilungsleiter von der Abteilung Design Engineering und wir sehen hier, wie die Auslastung für diese Abteilung und für diesen Bereich und für die Unterabteilungen oder Personen ist. Wir einmal in der Tabelle. Alles, was hier rot ist, zeigt quasi eine Überlast an. Also dieser Nason, den wir vorhin hier geplant haben, das führt dazu, dass der in diesen Monaten hier 4 Tage Überlast, hier 10 Tage Überlast hat. Und meine komplette Abteilung Design Engineering ist eigentlich über das komplette Jahr ziemlich überlastet an der Stelle. Wenn ich mir nur eine Person anschaue, also diesen Nason, dann könnte ich das natürlich auch tun, indem ich hier filter auf eine Person und ich sehe dann, okay, so und so überlastet und könnte dann hier auf die Projektaufwände gehen und sehe dann, okay, diese Überlastung stammt aus 2 Projekten, einmal dieses R&D 004. Und das hier ist unser Projekt, wo wir die Person eben auch eingeplant haben. Das führt jetzt in dem Fall nicht zu Überlast, also passt das ganz gut. Also sowas kann ich hier tun. Ich kann eben ganz genau schauen, je nachdem auf welcher Ebene ich unterwegs bin, wie die Abteilungen überlastet sind. Eine
Weitergehende Möglichkeit ist vom Portfolio Manager, wenn der eher mit Simulationen arbeitet, dann kann man das solche Dinge auch simulieren nach dem Motto, was würde passieren, wenn ich ein Projekt jetzt verschiebe, was passiert mit der Ressourcenauslastung? Das ist aber, wollte ich jetzt an der Stelle nicht zeigen. Was ich zeigen wollte, waren ein paar Standard-Reports zum Portfolio Management. Also ich gehe jetzt in ein anderes Modul und ich schaue hier mal auf ein paar weitere Berichte. Da haben wir hier die Zeitleiste. Das war dieser Portfolio-Report, den wir am Anfang schon gesehen haben. Und ja, das sind jetzt auch wieder nur Beispiele quasi für Berichte auf Portfolio-Ebene. Hier würden wir so einen Kurzüberblick haben mit, was sind die erwarteten gegen budgetierte Kosten, mit so einem Tacho, wie ist es mit den Risiken, wo liege ich mit meinen Ist-Ausgaben im Vergleich zu den geplanten Ausgaben, wie viele Projekte von meinen 18 in meinem Portfolio sind denn in Verzug, das sind in dem Fall 7, und welche Erlöse, falls wir auch Erlöse hier planen, welche Erlöse habe ich in welcher Business Unit. Und das ist immer abhängig von meinen Berechtigungen. Also wenn wir hier wiederum nur für Business Unit 2 zuständig wären, dann hätte ich nur diese Möglichkeit. Hier wird natürlich das gefiltert, aber hier sehe ich, von den 5 Projekten in Business Unit 2 sind insgesamt 2 in Verzug und 3 über Budget. Das hängt immer ab von diesen Berechtigungen. Ich kann hier auch auf eine bestimmte Produktgruppe, auf ein bestimmtes Land mich fokussieren, aber das habe ich hier. Und genauso wie dieser Bericht gibt es eben noch eine Reihe von anderen. Ich gehe jetzt gar nicht so genau drauf ein. Hier wäre beispielsweise so ein Blasendiagramm, wo man eine typische Risikomatrix hat. Man kann hier Roadmaps darstellen, man kann die Gates darstellen. Und so weiter und so fort. Aber das sind alles nur Beispielberichte, das sowas konfigurieren wir dann natürlich. Das ist jetzt ein schöner Punkt. Jetzt kriegen wir auch schön die Kurve zu meiner Folie, die ich anfangs gezeigt hatte. Wenn wir diese Daten jetzt eben hier pflegen im System, wie du es jetzt eindrucksvoll demonstriert hast, dann haben wir diese ganzen Daten eben entsprechend hier und können die vorhalten für gewisse Reports. Gewisse Reports gibt es im Standard, die das System mitbringt. Aber wie ich anfangs schon gesagt habe, sind das, was du jetzt hier gerade sehen, so ein Dashboard, klassischerweise sehr individuell, weil jeder Kunde natürlich das irgendwie anders sehen möchte, anders angeordnet, andere Farben, andere Werte. Wie und wo kann ich denn solche Dashboards denn überhaupt erstellen, weil sie ja eben so spezifisch und individuell sind? Ist das möglich? Ja, also was unsere Kunden tun, zwei Wege im Grunde. Einmal, ich kann mir alle Daten natürlich kann ich mir einfach exportieren und in einem externen Tool auswerten. Kommt häufiger vor. Ich kann aber genauso gut auch, wir liefern ein, nennt sich Planisware Explorer, das ist ein Berichtsgenerator, das ist ein eigenes Modul, das versteckt sich hier. Also fachliche Administratoren oder Leute aus dem PMO können mit diesem Modul solche Reports bauen. Ich glaube jetzt nur, wir haben nicht genug Zeit, hier einen eigenen Report zu bauen, aber mit diesem Portfoliobericht, mit diesem Kurzüberblick, das wurde genauso gemacht. Hier sagt man eben, man definiert im Grunde wie in Excel Pivot, definiert man hier, über welche Größen man iterieren möchte, was man sich hier anzeigen möchte und wie man sich das anzeigt. Also hier in dem Fall ist es einfach nur ein Barchart. In dem Fall ist es so ein Tacho, eine Abfrage. Hier habe ich einen Donut-Chart. Das hier sind diverse Abfragen und die werden in diesem Planisware Explorer dann auf ein Dashboard gebündelt und dieses Dashboard wird dann einfach nur in die einzelnen Module veröffentlicht, also entweder ins Projektmodul oder ins Portfolio-Modul, wie es eben hier gemacht wurde. Und dann hängt es nur an den Berechtigungen von den einzelnen Usern, auf was für Daten, auf welche Portfolios, auf welche Projekte, auf welche Ressourcen ich eben Zugriff habe. Das wird mir hier dann dargestellt. Genau, aber das an dieser Stelle, ich glaube, wir haben auch die
Den Kern der Anforderungen, wo wir am Anfang mal angesprochen haben, das war jetzt ein Kurzüberblick, sind wir, glaube ich, auch durch. Es gibt noch ein paar weitere Module, Funktionalitäten, aber das ist eigentlich der Kernbereich von Planisware, also dieses Zusammenspiel von Termine, Kosten, Ressourcen, Liefergegenstände, agil, Wasserfall und wie sieht es auf Portfolioebene auch aus? Super, vielen Dank für den Überblick. Armin, ich hätte ein paar Fragen. Und zwar die erste ist, ist Planisware on-premises auch möglich? Ja, sowohl als auch. Also wir bieten Planisware on-premise, aber genauso als SaaS-Lösung oder als reine Cloud-Lösung an. Es ist beide Male die exakt gleiche Lösung. Nur, dass es bei einem eben bei Ihnen gehostet wird oder im anderen Fall sind wir für den Betrieb zuständig. Unser Datenzentrum steht hier in München und wir betreiben die Dinge selbst. Aber man kann beides machen. Gut, dann die Sache, gibt es eine Testversion, eine kostenlose für vielleicht 30 Tage? Nein, machen wir nicht, weil wir Planisware jetzt insgesamt relativ umfangreich von den Funktionalitäten. Wenn sie hier einfach draufgelassen werden, ohne genau zu wissen, okay, was muss ich jetzt im Agile Release Train Modul machen, was ist eine Ideenkampagne, dann werden sie eher erschlagen von den Funktionalitäten. Deshalb, wir machen so eine Teststellung oder so eine, wir geben nicht einfach einen Zugriff, sondern wir betreuen normalerweise den Kunden oder wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, machen wir aus, okay, wir lernen ein paar Leute von Ihnen ein, dann wissen Sie, wie Sie das Ganze bedienen müssen und dann können Sie gerne noch ein paar Tage damit rumspielen, aber einfach einen Link verteilen, wo man dann drauf loslegen kann, machen wir bewusst nicht. Kann ein Projekt in mehr als einem Portfolio enthalten sein? Ja. Kann man die Phasenvorlagen im Nachhinein ändern? Ja, können Sie. Da immer die Frage, ändern Sie nur die Vorlagen oder sollen diese Vorlagen auch die derzeit laufenden Projekte beeinflussen, also die geänderten Vorlagen? Beides ist möglich. Es ist aber zu überlegen oder da muss irgendein Prozess dahinter stehen und das müssen wir absprechen, wie Sie es genau haben wollen. Aber im Grunde geht's. Dann gibt es für das Einsteuern neuer Projekte auch eine Pipeline mit unterschiedlichen Statuswerten wie Neu, Freigabe, Planung etc. mit entsprechender Visualisierung. Ja, es gibt so einen Portfoliotrichter und Sie können beliebig viele Statusfelder oder fachliche Statusfelder haben. Vorhin, wenn Sie sich erinnern, hatten wir nur drei Stück. Das war aktiv, freigegeben und in Planung, aber genauso gut könnten Sie hier auch Ihre eigenen machen und dann beliebige Reports über diese Daten ziehen, weil die Daten sind verfügbar, wir haben das drin und müssen es dann nur darstellen. Hängen die Liefergegenstände an Meilensteinen oder an Aufgaben oder an Phasen? Beides ist möglich. Okay. Kann ein Ressourcenbedarf auch top-down auf der obersten Ebene, also Projekt, geplant werden oder nur auf den Vorgängen? Das kann auch auf Projektebene geplant werden. Uns sind die Ebenen da egal. Sie haben es vorher vielleicht gesehen, an einer Stelle habe ich auf einen Sammelbalken Ressourcen geplant. Genauso gut würde es auf der Top-Level-Aktivität oder dem Projekt möglich sein. Also Sie sind da komplett frei. Lassen sich externe Ressourcen und deren Arbeit darstellen und verfolgen, ohne dass diese im Planisware als User eingetragen sind? Ja, also eine Ressource ist nicht gleich ein Benutzer und ein Benutzer ist nicht gleich eine Ressource. Also ja. Und dann die letzte Frage: Was sind die Unterschiede zum Project Server? Die Frage müsste ich an euch direkt zurückstellen, an die TPG-Leute. Es gibt natürlich ein paar Unterschiede. Jeder hat sein Spezialgebiet und man muss es sich meistens im Detail anschauen. Klar, Unterschiede gibt es viel, aber man muss gucken, was eben wie am besten passt oder worauf man Wert legt. Aber so eine Pauschale ist schwer zu sagen einfach.
Sehe ich genauso. Es sind, wenn man es vergleichen will, was ist der Unterschied zwischen einem BMW und einem Mercedes? Es sind beides Autos, es sind beides hochpreisige Produkte, die entsprechend sehr viel können und im Bauch haben, aus der Schachtel raus auch schon. Der eine findet das linke System besser, der andere das rechte. Unterm Strich haben sie beide ihre Daseinsberechtigung und sind auf der gleichen Ebene und man muss eben im Detail anschauen, wo es gegebenenfalls besser passt.